Genau, da ist er doch schon. Und hast du deine Schlammlager schon weg? Ich muss mir den Punkt noch reintun. Feldzerstörung oder Felderstellung. Weil der ja nicht in dem Gruber da drin ist. Habe ich die, Hubert, du hattest doch gesehen, dass ich doch einen Rahmen um den Livestream habe, ne? Ja. Habe ich oben jetzt ein bisschen angepasst. Da habe ich rechts und links das weggenommen, in der Mitte aber das gelassen, dass man da alles andere auch noch sehen kann jetzt. Was eben halt bei LS jetzt oben rechts und oben links immer steht. Ne? Uhrzeit, Fahrzeuge. Und so weiter und so fort. Hallo Julian, willkommen im Livestream. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Jupp, habe ich. Ja, was machst du so? Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Shop. Ich brauche noch eine Schaufel, damit ich Silage in die DGA schippen kann. Aber sonst nicht viel. Und spreche noch mit meinen anderen Teamkollegen vom AGS-Team im TS, die jetzt auch noch gerade zuhören. Das ist der Jörg. Der Andi, der Günther, der Hubert und der Markus. Also wie sich das anhört, kommt meine Frau gerade wieder nach Hause. Das höre ich an den Stöckelschuhen. Ihre Stiefeletten. Winter? Ja. Ich habe den Horseman. Hi. Womit ich die Dinge. Bin gleich wieder da. Habe, in der Lagerecke werde ich hochgeladen. Ja, gut. Steht Horse Joker 24 oder so, steht da. Ja, den habe ich auch hochgeladen. Wollen wir gucken. Ja, und in meine bin ich von oben nach unten gefahren. Ja, ach so, gut. Oh, und hat sie wegbekommen. Ja, dann hol ich mir den nochmal hoch. Wenn es dann noch nicht geht, dann verstehe ich doch nicht, weil warum er es bei mir macht und ja. Bei dir nicht, ne? Hm. Oh, da ist er. Ein Moment. Vielleicht hast du unten bei die ZZZ-Dinger was nicht drin habe, warum es vielleicht nicht geht. Ja, ich sag mir fehlt glaube ich die Feldzerstörung oder was drin, den ZZ-Motor oder Felderkennung. Ja, den kann ich dich auch hochladen. Den habe ich hier irgendwo, aber lade ihn mal hoch. Dann nehme ich den auch noch mal hoch mit.
Deswegen ging das nämlich nicht. Und hat das aufgehängt hier, weil das ist eine Scheiße. Da muss ich nochmal. Hat sich aufgehängt. Ich muss meinen Rechner, glaube ich, mal neu starten. Hat sich aufgehängt. Ist trotzdem oben schon, ne? Der Fernseher. Ja, keine okay. Ich werde das mal beenden. Rück. Ah, jetzt funktioniert. Mikrofon activated. So, wieder da und weiter geht's im Text. Ach nee. Oh, Mann. Ich muss irgendwie meine Pedalen festkriegen. An Nackel. Ja, weiß ich noch nicht, wie ich das genau mache. Oder machst du die Schneeschuhbindung, Alter, drauf und gut reinkrabbelst es dir nicht. Und ich hab schon. Und ich hab schon Anti-Rutschmatten drunter und trotzdem rutscht das weg. Ne, weißt du, die Schneeschuhbindung über die Pedale drüber, dass du mit dem Schuh reinrutschst. Ja, supi. Ich möchte nicht unbedingt am Boden festkleben. Ich bin überlegen, meine Frau hat glaube ich noch Klettverschlüsse, dass ich da die Klettverschlüsse auf dem Boden mache und dann die Pedalen oben rauf. Ich hab noch Loctite 2 Komponentenkleber. Ja, Atomkleber oder was? Ja, damit kleben Motorblöcke zusammen, also dürfte deine Schuhe auf den Pedalen schon halten. Ja. Ja, meine Frau sagte gerade Heißklebepistole. Dicke Broschen genau, und dann durchgehauen. Genau, du montierst dir ein paar Pantoffeln auf den Pedalen und dann riechst du nur die Pantoffeln. Und dann nein, nicht die Pedalen, sondern das ganze Element von den Pedalen, das rutscht mir immer weg. Ja, aber wenn das an Pantoffeln fest ist, rutscht es doch nicht mehr. Wenn du drinnen klebst. Ja, gut, das stimmt. Du, ja. Nur beim Aufstehen musst du aufpassen, du fliegst auf die Fresse, ne? Richtig. Du, ja, man kann ja auch ein paar dicke Brosche nehmen, ne? Andübeln geht alles. Andübeln, ja. Du wuscht wie, ne? Alles klar, können wir hier wieder auf 2000 stellen.
Meine Pedalen standen immer nur am Schreibtisch an der Wand, also konnten sie von dem ja schon nicht weggehen. Okay. Ach, da ist keine Wand dahinter, ne? Hinter dem Schreibtisch. Nee, leider nicht, aber ich war am Überlegen, ob ich mir. Oder schraube hinten am Schreibtisch eine Leiste dran, wo sie anlegen. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Eine Leiste ran, so dass sie dann nicht mehr wegrutschen können nach hinten. Das ist eine Lösung. Nee, Alkohol ist eine Lösung. Nein, Alkohol ist auch keine Lösung. Also, kann man einiges drin auflösen. Weil Milch löst auch keine Probleme. Läuft aber trotzdem mal anders. Stimmt. Löscht aber den Durst. Ich meine, mit Alkohol kann man Nagellack lösen, Farben. Ja, gut. Ehen. Konten. Freundschaften. Arbeitsverhältnisse, genau. Und den Alkohol löst in der Wirtschaft das Loch in der Kasse. Ja. Ja, das will ich jetzt hinweis, wie mich so sagen, Schatz. Ja, eigentlich ja. Ja. Naja, von der halben Welt nicht, ne? So, wie viel sind drin? Ja gut, können wir ein bisschen reinkippen. Und voll. Ach, du bist voll? Nein. Wann nur mit der du? Höchstens mit Koffein, ja. Ach so. Nenn mich den Koffeinkönig. Richtig. Meine Frau sagte gerade, die Kaffeebauern in Argentinien tragen mein Foto im Portemonnaie. Markus? Ja? Habe ich mich gewundert die ganze Zeit, ne? Wenn ich Richtung Mixfeeder fahre, warum meine Performance runtergeht. Und dann, ja. Ich habe den Mixfeeder jetzt voll gemacht und der hat die Plane, ne, auf Komplettspiegelung gehabt. Für Gras, Stroh und Silage. Da drinnen konnte sich spiegeln. Und Glanz. Bis oben hin. So. Da hab ich auch gedacht, boah, der wär's, wenn da jetzt die Sonne raufknallt, dann bist du blind.
So, jetzt laufen die Fabriken alle richtig. Hoffentlich. Mhm. Ja, ich habe jetzt hier noch was. Die Zuckerfabrik ist mit UPK. Da habe ich jetzt gedacht, ja, zuerst hat er ja nur Zuckerrüben drin und dann habe ich ja jetzt noch Zuckerrohr mit eingebaut. Dann habe ich gedacht, das reicht. Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, da muss ich beides reinmachen. Oder ich muss eins austragen. Nö. Normalerweise beim UPK musst du gucken, da gibt es drei Bereiche, wo du nur sein tragen. Mhm. Ja, gucke ich mir morgen noch nur mal einen an. Vergisst. Wenn du einen vergisst, dann bleibt, dann geht's nicht. Das habe ich nämlich bei der Baustelle gesehen. Mhm. Ich habe eigentlich alles angeguckt an User-Attributen, was da ist davon. Nun mache ich den schönen Weg kaputt hier, du. Oh, Günther. Ja. Warum? Weil ich die Schlammlöcher wegmache. Wieso machst du die Schlammlöcher? Achso. Habt ihr keine Lust auf Schlammlöcher? Ich habe aber. Ich habe aus der Map auch die Schlammlöcher rausgebaut. Ja. Weil so oft kann ich gar nicht die Fahrzeuge waschen. Ne, genau. So. Ich bin nachher mehr an Geräte und Fahrzeuge am Waschen, wie ich am Ackern bin auf dem Netz. So ausgebremst. Die sind, ja, die bremsen ziemlich viel, aber auch, du könntest zwar herumfahren, Platz ist genug da, aber wenn du dann mit Crossplay-Cursor rüberfahren willst und sorgen musst, dass die Fahrzeuge nicht aufeinander stoßen. Ja. Da musst du ja durch den Schlammlöcher fahren. Genau. Den kriege ich noch vor der Ampel. Der Andi ist nicht da, ne? Nee, ich hatte auch schon gerufen vorhin, aber irgendwie meldet er sich nicht. Wo ich da bin. Wo ich so an. Ich melde mich nicht bei jedem. Du musst dich nur auf den Untergrund gucken. Nee, wo ich gegen einen Baum gefahren bin, deswegen. Wie eine Untergrundzweigstelle des KGB. Den brauche ich nicht wegmachen. Gruppenführer ist Freddy Quinn, das singt immer, Junge kommt bald wieder. Ja. Ich mache nur die weg, die mitten im Weg sind hier. Hören, da ist noch eine. Und jetzt nimmt das es schon? Ja, den Mut hatte ich nicht drin mehr. Bei mir. Ah, den Felderkennung da. Ja. Habe ich irgendwo ein Mistlager? Glaube ich nicht. Oh.
Hinweise gibt es hier nicht. Nö. Na ja, gut, ich muss grubbern erst. Günther, was gibt denn heute bei dir zum Essen? Seit heute Mittag Hotdog und Meat gibt es nachher nur Brot noch. Ach so. Oh, ich habe Schlachtekraut mit Bratwürste auf der Grille. Oh. Ja, bei Andi gab es auch irgendwas mit Bratwurst, habe ich gesehen. Ja, ich muss ja einen endlich kochen, was einfaches. Na. Dann bleibt eine Augsburger. Was das auch immer ist. Ey, willst du mich? Du bist auch nicht Kannibale, oder? Nein, Knacker. Opa und dann Knacker. Achso, du sagst doch gleich, heiße Knacker gebraten. Ja, Augsburger, das hab ich gehört. Augsburger. Augsburger Puppenkiste wahrscheinlich hat er gehabt. Den hast du heute gekriegt, Jim Knopf oder was? Genau, Jim Knopf mit gekochter Dampflokomotive. Ja, Opa und dann Knacker mit. Erdäpfelpüree und Zwiebelreste. Hat sich die Kohlen von Jim Knopf angeputzt. Oh, bei uns gibt es heute schon mega Chicken Wings. Mit Pommes. Ich mach mal noch Pommes Currywurst, wenn mal gucken. Jetzt habe ich ihm was erzählt. Oh, Günther, ich glaube, wir haben zwei Tüten Chicken Wings. Ja. Eine nur, sagte meine Frau gerade. Na, dann schicken wir den Cut durch hier. Weißt du, wo ich wohne? Ja, das mit, ne, das mit zwei dann wieder zu holen jetzt. Ja, schon abends verhungert. Ist Günther denn bei dir rankommt, weil ich sehr verhungert, der Arme? Ja, genau. Günther, ich soll von meiner Frau dir ausrichten, dass du bitte deine Frau ganz lieb grüßen sollst.
Welche machen, ja. Dankeschön, welche ausrichten. Dankeschön, wird er ausrichten. Prima. Entschuldigung. Ja, man merkt jetzt, dass der Herbst da ist. Wieso? Was mich bloß wundert, dass die Bäume noch alle grün sind. Ja. Wir wollen nicht abfallen. Was meinst du, Andi? Na, bei uns sind welche braun. Ja, aber bei uns ist noch alles grün. Hier ist noch ziemlich grün, doch. Ja. Braun. Bitte sind braun. Vor blau sind das grün. Ja, aber das hatte ich dir ja gesagt, woran das liegt. Beziehungsweise mein Vater hat dir das erklärt. Nein. Weil die Bäume da von Asphalt und so umgeben ist und Steinen. Und dass da nicht so viel Wasser hinkommt. Wenn da jetzt alles mit Erde ist, würden die auch noch grün sein. Aber dafür ist es schweinekalt geworden. Ja, ich möchte das auch nochmal eintragen. Ne? Schweinekalt ist das. Welche Map zockt ihr jetzt? Günther und Hubert? Was? Hab ich nicht eben. Ich war abgelenkt eben. Achso. Welche Map ihr zockt? Die. Mein Land in den Bergen. Ach so. Außer Abfall.
Komm, die war sie auch nicht ver. Fürstenfeldwebel im Hintergrund. Das ist der Regimentsstandartenführer. Vom Untergrund, ja. Erschienen. So. Oh, GPS ist doch was Schönes, ne? Wenn du. Oh. Ja, dieser Autofahrer hier. Geh weg da. Na Hubert, ich bin froh, dass du vorhin noch den Krone und das Schneidwerk reingeschmissen hast. Bei meinem Häcksler hat das nicht hingehauen. Nicht? Nein. Und was findest du von der Krone? Die sieht gut aus. Mach was her. Die sieht gut aus, mach was her. Und das Schneidwerk auch, das ist schockt. Diese sind steht ja mit auf das Bild, ne? Von Eagle 355, ne? Ich glaube ja, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Nee, aber der macht meistens so Mods und der macht auch meine Traktoren und so, ne? Ja, den Bildstacker habe ich dabei gemacht, wo der auch mal schon mal eine schöne andere Farbe hat. Aber nicht so.
Ob ich das Gülle rauskriege jetzt? Boah, das ist nicht so viel. Andi? Ja? In der Apotheke gibt es ein Mittel gegen Telefonitis. Aber das hast du auch zu Hause, der dicke Schild. Aber Frauen ohne Telefon, das passt. Ja. Aber weißt du, was das Schöne ist an schnurlose Telefone ist? Der Akku geht irgendwann alle. Ja. Weißt du, was das Schlechte ist? So ein Siemens oder irgend so ein Ding hat 3 Stück. In der Zeit, wo eins wieder aufgeladen wird, kann man 2 andere benutzen. Na, also da ist doch die Gülle-Textur. So wollte ich das haben. Also früher haben zu mir gesagt, mein Vater, wieso ich mir so ein teures Telefon? Das war damals eins der ersten Gigasets, die es gab. Das Ding hält heute noch. Ja. Ja, unser macht so langsam. Ja, weil das geht immer. Unser Telefon macht langsam Schnapp. Das hier im Schlafzimmer, das hörst du nicht mehr klingeln. Du kannst dich aber mit anderen Leuten unterhalten, ne? Kein Problem. Ja, ich habe eins in der Garage, eins in der Werkstatt und im Keller, eins hier oben in der Stube und eins im Schlafzimmer haben wir natürlich keins. Ne. Ja doch, im Schlafzimmer haben Weiter wir Weiter wollen wir ja schlafen, nicht telefonieren. Ja, das stimmt. Haben wir auch nicht im Schlafzimmer ein Telefon. Das hört sich an wie die Tür. Ja, den kotze ich. Hm? Was denn? Ach so. Schubidubidu, schalalalala. Die Gülle ist hier und nicht da. Was machst du da? Meine Frau randaliert wieder.
nachher mal anfangen, wenn ich das Feld fertig habe, Kartoffeln zu ernten. Da haben wir jetzt hier. Hey, hier. Wo bin ich jetzt? Ich soll ebenfalls Grüße zurückschicken. Ja, richtig hier aus, ich will jetzt bloß nicht schreien. Okay. Nicht im Livestream. Ja. Dann fliegen die Leute nachher nur die Ohren weg. Moin Gladbecker. Na, Feierabend oder immer noch am Trecker fahren? Na, dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend. So, dann holen wir uns jetzt mal was Soldaten rauf, da muss Getreide rauf. Ui. Oha, ja, das wird dann teuer. Das Fahrzeuggerät konnte nicht gekauft werden. Bitte versuchen Sie es erneut. Oh. Fehler? No Typ Specified. Oh, alles klar. Da hätten wir noch diese. Nee. Absolut. So,
Ja, das sagtest du. Wie gesagt, und ich sagte, von dem Geld, wo du jetzt die Kamera dafür, für die Reparatur ausgegeben hast, könnte ich andersweitig verwenden. Ärgerlich ist das, wenn du dir dann abholst und dir passiert bei der Arbeit wieder was. Alles klar. Na, das ist doch optimal dann. Dann drücke ich dir die Nummer, dass es auch so bleibt. Wäre sonst ärgerlich. Scheiß langes Ding. Thank you.
mache ich. Guck ich mir gleich an. Mann, ey, die wird so schnell dreckig, die Seemaschine, jede Standard-Seemaschine. Hatte mir vor kurzem die Zen mit reingeholt, aber die lässt sich nicht kaufen, weil irgendwie ein Fehler in der XML ist. Wow, oh, das ging aber schnell dann. So, ich bin aber mal weg, ne? Ich wünsche euch Spaß. Alles klar, Markus. Bis morgen. Yes. Tschüss. User disconnected from your channel. Ah, dann kannst du ja jetzt wieder schöne Videos machen. Ja, du sagtest, du arbeitest für einen Lohnunternehmer, ne? Ja gut, wenn die Bauern das denn nicht wollen. Schade, sowas. Was denn los, Günther? Ja, ich muss hier die Früchte eintragen. Ich habe gerade im Schneidbett gemacht auch. Nochmal. Der Datei. Schade hier. Ja, der hat nämlich keine Frucht für seine Map hier drin. Da ist nur die Standardfruchtmap drin. Ach so. Und die Frucht ist zwar drin, aber das macht er nicht alleine rein, also die Früchte alle. Er hat keine Multifrucht-Module. Nee. Na, das ist blöd. Er hat kein Modul, ja. Hat er nicht, ne? So wie eigentlich Valanka, Rheinland-Pfalz und so, die haben alles ein eigenes Fruchtmodul und diese Map nicht. Hey. Ja, da hat er halt vergessen, einen Würfel zu setzen, oder weiß nicht, wie es geht. Das kann auch sein. Da ist er genauso helle wie ich. Aber, ja. Den habe ich doch eingetragen in Schneider gegen. Und Drescher auch. Immer nur mal gucken. Tridikal habe ich doch jetzt. Ja, mal gucken. Oat hat er. Hafer hat er von der Leine genommen. Aber Tridikal. Wir könnten noch ein bisschen bekommen, mehr Lohn. Nur, denn wünsche ich dir viel Spaß dann. Und mehr Lohn kann jeder, glaube ich, gebrauchen. Danke. Ich glaube, André hat mit jemand anders gerechnet. Oh ja, mit aber Günther auch. Passte gerade. Ja. Alles gut. Jo. Okay.
Ja, ich warte eigentlich auch nur, bis meine Frau nachher sagt, Essen ist fertig. Da sieht er meine Mandresch ergeben. Ne? Enten. Dann noch mal kurz. Naja, speichern. Das nicht reingemacht habe, ja, das kann auch sein. Ja. Du musst das ja im Schneidwerk und im Drescher eintragen. Ja, ne? Das habe ich aber, kann sein, dass ich die neue Datei wohl nicht da reingesetzt habe. Das kann sein. Ich gucke nochmal nach. Eingetragen hatte ich das mal nicht. Der Bell und die Moodesk. Jo, da ist das drin. Gut, dann habe ich die nochmal kopieren und dann noch Schneidwerk und Drescher hatte ich nicht eingefügt, denn wieder kopieren. Guten Abend, Ben. Und danke für dein Follow. Noch immer diese Technik, du. Oh, Technik, die begeistert. Ja, doch, ist ja gut. Wenn man das beherrscht, ist das, finde ich, das geile Sache. Oh. Richtig, Leute. Weil Hubert das von mir nachher auch braucht, wenn das soweit ist, wenn er dann Früchte macht. Sorry. So Leute, ich bin mal weg. Ja, servus. Alles klar, Andi. Gott sei Dank. Bis später, Andi. Ich glaube, das Gott sei Dank hat er schon gar nicht mehr gehört. Schade. So schnell weg, du. Er hat sich dann alles immer ein bisschen erkältet, das da, Andi. Ja. Oh, meine Enkelin hat sich auch eine aufgesackt. Ach du grüne Neune. Die ist auch zu Hause jetzt. Ja, das ist das Wetter. Ja. Na, also, klar. Das ist schlagartig kalt geworden. Ja. Über Nacht. Ja, das ist man ganz ehrlich so. Sagen. Über Nacht. Dann wieder heiß. Ja. Ganz kalt. Also, wir haben draußen den herrlichsten Sonnenschein, aber trotzdem nur so um die 8 Grad rum. Ja, ja. 8 ist Grad, das wäre schön, wenn wir das hätten. Ich hätte aber noch herrlicher Sonnenschein. Ich eingeschenkt, ja. Aber ich sag doch, wenn ich keine Erkältung habe, habe ich irgendeinen anderen Scheiß im Arsch. Ach ja, immer auch. Irgendwas. Ja, aber das ist echt gut. Wurde aber, war aber auch eine Frage der Zeit, ne, wann das kalt wird. Ja. Das konnten wir uns ja alle mit dem Hintern denken. Da hat man noch einen schönen restlichen Sommer gehabt. Also kann man nicht anders sagen, um die Zeit. Richtig. Also, man hat schöne Tage dazu. Ja. Die noch schön warm. Ja, bei mir im Stronghold ist gestern wieder einer gestorben. Ach, du grüne Neune. Oh, Mann. Mit 43, ne? Ach, wow. Du Schande, oh. Einfach, ja. Was das Kind, Himmel, ich vermute, was es ist, aber sie haben gesagt, eingeschlafen. Ja. Mit der habe ich, glaube ich, 6 oder 7 Jahre zusammen gespielt. Kenne ich auch persönlich zum Plantreffen und so. No. Jetzt nicht mehr. Auch solche Spiele spielen halt meistens nur wirklich kranke Menschen. Ja. Weil die haben Zeit, weißt du? Berufstätige Menschen, die haben wenig Zeit dazu. Ja, ja. So. So, mal gucken. Ja! Ich sag mal die Krüppelfraktion. Funktioniert das? Hatte ich vergessen, einzukopieren wieder. Ach so. Das Schöne ist, ich darf Krüppel sagen, ich bin einer.
Ja, du bist ja ein Ersatz. Nein, Jörg war nicht böse gemeint jetzt. Nö, nö, ich, oh, damit kannst du mich nicht beleidigen. Ja. Ja, was du alles so durchgemacht hast. Ach, das ist, das da haben andere Menschen genauso schlimme Sachen. Ja, natürlich. Vielleicht noch schlimmer, das weiß man alles nicht. Na, schlimmer geht's, glaube ich, nicht, aber. Ja, ne. Auch schlimm. Ja. Man kann eines mit dem anderen nicht aufwiegen, das funktioniert nicht. Ja. So, morgen muss man den Arsch hochkriegen. Ich muss nochmal mit der Frau für die Ferienwohnung wieder mal schnacken. Ja. Ja, hätte ich gern echt. Ja, ich muss gucken. Ja. Also normal sollte die, glaube ich, noch frei sein. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas gegen spricht. Ja, ich muss sowieso noch einiges abklären, ob wir auch, ob man auch früher rein kann und ob wir auch Sonntag etwas später. Die Ferienwohnung war ja 75, ne? Müsste ich nochmal, 35 war das. Ja, also zwei Nächte 70, ne? Genau. Ja. Gut. Also 50 hast du dann in dem Moment schon? Man fällt noch 20. Ja. Ja. Dann ja, ich hätte jetzt letztens irgendwo. Wir sind gemeinsam in eine Ferienwohnung, Jörg, eventuell. Können wir mal. Gut. Ja, Basti und Herbert wollten auch da rein. Ja. Das ist mir lieber. Ja, ich muss gucken, dass die für vier Personen denn ausgelegt ist. Ja. Aber meistens ist so eine Ferienwohnung für vier Personen ausgelegt. Wohnung ist meistens vier. Weil Doppelstockbett nicht für mich. Nee, nee, ist auch nichts. Sehr wichtig. Ich auch mal die Rücken und mir die Knie. Ach, das kriegen wir schon hin, Jungs. Richtig, wollte ich auch gerade sagen. Also, das sollte wohl kein Problem sein. Hauptsache, wir kriegen die beiden Ferienwohnungen. Herbert soll sich eine Luftmatratze mitbringen. Warum? Oder eine Hängematte. Also Luftmatratze. Ja, ich kenne aber auch schon, ich hatte auch letztens, wo Günther ja bei mir war, hatten wir uns auch drüber unterhalten und ich rechne aber auch damit, dass der eine oder andere eventuell absagen wird. Ja, wir wollen das mal abwarten, was noch. Also ich weiß nicht, wie viel schon ihr Geld dahin geleistet haben. Bis jetzt noch kein. Außer du. Ja. Und ich. Ja, ich werde meins aber trotzdem überweisen. Ja? Ja. Mhm. Ja, ich habe meins erstmal auf Sparbuch draufgemacht. Ja, nicht, dass das nachher heißt, ich habe nichts dazu gegeben oder so. Nee, nee, ja. Ich mache das, ist von mir aus. Gut, André, ja, ja. Na? Ja, ich mach das immer gleich, da habe ich es hin bei mir, weiß, da ist ja, was klar, weg. Ist ja, ich muss sowieso noch in die WhatsApp-Gruppe reinschreiben. Also Günther und ich hatten gesagt, also bis spätestens zum 1. Februar sollte das komplette Geld da sein. Ja, auf jeden Fall. Weil ich gerne ja als erstes da sein möchte, damit ich gleich alles zahlen kann, was zu zahlen, was gezahlt werden muss. Ja. Und dann ist das erstmal weg. Und den Strom, den zahlen wir dann am Abreisetag. Abreisetag dann, ja klar. Sag mal, was ich weg habe ich weg. Und die 20 ja. Stocken, ich meine, das sind mal eine Schachtel Zigaretten, jeden Monat weniger oder jede Woche. Na ja, klar. Haben die gesagt auch, das hat ja noch Zeit, wie wir vorhin gesprochen haben. Ja, das Thema ist mir schon bewusst. Es hat ja noch Zeit, aber ich hab das Problem schon oft gehabt. Die Zeit ist um, das Geld trotzdem nicht da. Ja, ja richtig, ja, eben. Und deswegen das sagte ich auch zu Günther, also bis spätestens 1. Februar sollte das komplette Geld dann da sein, ne? Ja. Oder hier sollte jeder überwiesen haben. Oh. Ich denke mal, 20 Euro in den paar Monaten dürft, ich weiß nicht. Also das sollte eigentlich für jeden machbar viel Geld, sein. Aber ja. Sollte eigentlich da sein. Für einige ist es sehr, sehr viel Geld, aber für die anderen, wie auch die Junggesellen da, die Jungen, hat auch noch keiner überwiesen. Nö. Ja gut, welche Junggeselle? Ja, ja. Ich habe da mal zufällig zugeguckt, wenn meine Schwiegermutter da war, die hat hier das Hartz IV TV geguckt. Die hat was? Ja, irgendwas mit Familie. Die haben kein Pfennig auf der Kette, gar nichts, aber die Kippe ist im Dauerglühen. Weißt du, Aschenbecher, da quillt über. Also da muss doch Geld da sein. Tja. Damit meinte ich jetzt eben Christian und Ralf. Oh ja, ich weiß schon, wenn du meinst. Nö, Christian ist ja in der Beziehung. Ach, in der Beziehung, ja. Ja. Was ich jetzt meine, dass viele sagen, wir haben nichts, wir können uns das Essen nicht leisten, aber ja.
Der Aschenbecher quillt über. Richtig. Und die Bierflaschen stehen in der Ecke. Ja. Ja. Nee, das gibt mir immer Wurst zu decken und sowas. So, bevor das jetzt hier gleich, ich weiß nicht, ob das gleich hier weitergeht im Livestream. Ich muss jetzt mal gucken, wie weit das Essen ist. In der Zeit gehe ich hier erstmal eine rauchen und wir hören uns gleich wieder. So, dann mache ich meine Rauchen. Ich bis gleich. Eine rauchen, bis gleich. Und ich tue mich ein bisschen abwägen. Ja. Juni, auch der Keller mehr da. Ja, der ist eine rauchen. Ja. Entschuldigung. Microphone activated. So.
Noch mal kurz was durchgucken. Das sind so Dinger, wo ich mich richtig reinsteigern kann dann. Wo drinne? Ja, mit solchen Sachen, weißt du, wenn ich immer sowas angucken muss. Angucken muss? Hä? Was, wie, wo? Nee, wo? Was ich gerade gesagt habe, weißt du, die das sind Qualm, wie die Verrückten. Ja. Aber sagen sie, haben für die Kinder nichts zu essen. Richtig. Und wenn ich, was kostet denn in Deutschland eigentlich eine Schachtel Zigaretten im Moment? Eine große, wenn bezahlt sie schon zwischen 5 und 6 Euro. Und wenn sie jeden Tag eine Schachtel rauchen, so wie die Aschenbecher aussehen, das sind das 5, sind das 7 mal 5, das sind mal gut 35 Euro und damit mache ich dir auch einen guten Wocheneinkauf zum Essen. Ja, mache ich auch. Mahlzeit. Da muss ich halt die Kippen Mahlzeit. Weglassen. So, warte mal ganz kurz. Danke fürs Zugucken. Ich werde jetzt erstmal Feierabend machen und mal sehen. Vielleicht geht's morgen weiter. Luther, da kommst du ein bisschen spät. Ich wollte gerade Feierabend machen, weil bei uns gibt's nämlich gleich Essen und dann ist für mich Schicht im Schacht. Aber wenn du Glück hast, mache ich morgen weiter. Dann geht's zur Kartoffelernte. Also, bis dann, ciao, ciao und euch noch allen einen schönen Abend.